Heute ist der internationale Tag der Schokolade und das nehmen wir mal zum Anlass, um zu schauen, was es für abgefahrene kleine Schokoladenlädchen in Berlin gibt und man nicht immer nur im Supermarkt die langweilige Milka-Schokolade kaufen muss. Für Spreewild heißt es jetzt Schokolade zum Frühstück. Wir sind bei Belitium in Berlin, wo wir Schokolade herstellen. Wir machen Tree-to-Bar-Schokolade. Das bedeutet, wir machen den gesamten Prozess vom Baum bis zur Schokolade selber. Ich zeige euch jetzt, wie wir Schokolade machen. Wir haben hier Kakaobohnen, die wurden geröstet. Dadurch wird Geschmack entwickelt, ähnlich wie beim Kaffee. Die Bohnen kommen hier rein. Der sogenannte Cracker. Damit werden unsere Kakaobohnen geschält. Das heißt, die Schale wird getrennt von dem Kern. Unten fallen die Nips raus und die Schalen werden in den Eimer geblasen. Dafür haben wir keine Maschine, sondern müssen es von Hand machen. Gehst du danach zum Workout oder reicht das dann schon? Nee, das reicht. Das ist ein Nussmahlwerk. Damit machen wir Nusspaste, aber nicht mit Nüssen, sondern mit Kakao. Es wird kurz aufgewärmt. Wenn ich jetzt hier oben die Nips reinmache, haben wir unten Kakaopaste. Und der erste Schritt hin zur Schokolade ist vollbracht. Um das jetzt noch flüssig zu bekommen, müssen wir eine Steinmühle benutzen. Das heißt, hier wird die Rezeptur veredelt. Der Kakao kommt hier rein oder Kakaopaste. Man könnte auch die Nips nehmen, aber wir machen die Kakaopaste rein. Plus, was man möchte an Zucker oder Gewürzen oder Milchpulver. So, der letzte Schritt in der Schokoladenherstellung ist die Temperierung zum Abtafeln. Sieht aus wie ein Schokobrunnen. Ja, ist auch so, man kann auch direkt draus trinken, aber diese Maschine ist total wichtig, weil sie zwei Funktionen hat. Zum einen dosiert sie. Die zweite Funktion der Maschine ist die Temperierung, das heißt, die Kakaomasse wird erst erhitzt auf über 40 Grad. Dann wird sie gleichzeitig hochgepumpt und gekühlt auf 28,5, um dann wieder leicht erhitzt zu werden auf 31,5, sodass sie bei Zimmertemperatur die Schokolade gelagert werden kann. Die Tafel ist jetzt eigentlich fertig, aber sie muss noch fest werden und dazu kommt sie in den Kühlschrank. Wie lange bleibt das jetzt im Kühlschrank? Mindestens eine Viertelstunde. Schmeckt besser als jede Milchschokolade, die ich bisher gegessen habe. Also es ist halt. Es ist halt nicht vergleichbar mit einer Supermarktschokolade oder so, ne? Also schmeckt nicht, wie ich es jetzt erwartet hätte, aber besser. Mehr nach Kakao, irgendwie auch cremiger. Ja, sehr gut. Ja. Salz jetzt, ja. Ich habe noch nie Schokolade mit Salz oder sowas ähnliches. Nee. Also ich habe gehört, dass es ja im Trend liegt, aber selber probiert habe ich es noch nicht. Wir probieren diesen Trend aus. Ich schmecke aber kein Salz. Also hätte man mir jetzt nicht gesagt, dass da Salz drin ist, hätte ich nicht erraten. Nee. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich finde sie sogar ein bisschen milder als die andere, oder? Ich finde, sie schmeckt sehr fruchtig irgendwie. Mhm. Okay, vielen Dank. Cool. Kannst du jetzt einmal sagen, was für einem Laden wir uns gerade befinden? Ja, in meiner Schokoladenmanufaktur. Das heißt, gläserne Manufaktur, man kann durchgucken, wie produziert wird. Und was ist das Besondere hier bei euch? Ach, da gibt es viele Sachen. Also zum einen sind wir biozertifiziert, das heißt, alle Produkte, die wir verarbeiten, sind in Bioqualität und Edelkakaobohnen und Schokoladen werden nur verarbeitet. Und ja, dann gibt es natürlich so ein paar spannende Sachen, wie zum Beispiel die Schokoladenschallplatte, kannst du abspielen. Und aufessen, nicht andersrum. Salamis haben wir, sehen so aus wie echte Salamis, ist aber nur aus Schokolade, Nougat und leckere Zutaten. Was höre ich denn, wenn ich die Schokoladenschallplatte auflege? Verschiedene Sachen, so von den Beach Boys über den Schlager Trude Herr, ich will keine Schokolade, darf natürlich nicht fehlen. Welcher ist so am beliebtesten? Achso, ja, die Comedian Harmonist und Trude Herr wird meistens gekauft. Beach Boys kriegen es vielleicht noch auf die Reihe, die habe ich noch nicht so lange. Wir nehmen einmal Trude her. Also man kann die auch wirklich öfter abspielen, ne? Die ist jetzt nicht komplett neu, sondern die habe ich bestimmt schon 4-5 Mal abgespielt. Ich könnte jetzt reinbeißen, ne? Aber dann geht es nicht mehr. Also vor dem Abspielen einfach ein paar Minuten in den Kühlschrank legen. Und dann geht das ganz gut. Thank you.
Abgefahren auf jeden Fall. Ja, was anderes. Ja, wie stellt ihr denn diese Schallplatten her? Du brauchst eine Vinyl, ist ja wieder stark im Kommen, ne? Dann kommt mein Formbauer ins Spiel, der macht dann eben von der Vinyl einen Abdruck in lebensmittelechtem Silikon. Und dann nimmt er die Schallplatte raus und wir machen die Schokolade in die Silikonform rein. Und wenn die Schokolade ausgehärtet ist, dann hast du die Rillen eben in der Schokolade. Genau, gerne mal zugreifen. Ja. Ich muss die auch mal wieder probieren, ob die noch schmecken. Dann nehmen wir die doch mal. Ja, sag mal hier. So eine feine, dünne Stange, ne? Zack. Ja, und das Salz ist halt wirklich dezent, ne? Sehr ja, dezent. Es ist nur 1% und es ist sehr feines Salz, sodass du das eigentlich erst merkst, wenn die Schokolade schon weg ist. Mhm. Tamina, du bist unsere Schokoladenexpertin. Was sagst du dazu? Schmeckt sehr gut. Aber das Salz hätte ich jetzt auch wieder nicht rausgeschmeckt, wenn man es mir gesagt hätte. Aber schmeckt für 70% auch gar nicht so bitter. Also ich hätte gedacht, das wäre als Bitterschokolade jetzt deutlich, ja, schmeckt nicht so dunkel, wie sie aussieht. Wollen wir so eine weiße noch probieren? Und was sagt ihr? Also weiße hatten wir ja bis jetzt noch nicht. Da finde ich sogar, schmeckt man das Salz noch ein bisschen eher. Mit dem Süßkontrast als bei der Bitterschokolade. Aber es macht es irgendwie intensiver, ne? Es macht die Schokolade spannender als irgendwie aus dem Supermarkt eine weiße Schokolade. Die ist ein bisschen langweilig. Ja. Jedenfalls geschmacksintensiver. Ja.